Für mich ist ein gutes Spiel eins, was alle Komponenten, die ein Spiel ausmacht, Gameplay, Grafik, Sound und auch die Schnittstellen, wie man es bedient, das Controlling, perfekt sozusagen zu einer stimmigen Einheit verschmilzt. Das muss dann nicht in Millionen Polygonen aufgelöst sein, das muss auch kein komplexes Gameplay sein, aber es muss einfach in sich stimmig sein und das Gameplay ist dabei auf jeden Fall meiner Meinung nach die wichtigste Komponente. Grafik, Story, Sounds sind alles Dinge, die nicht so im Vordergrund stehen bei einem Spiel wie eben das Spiel, das Gameplay selber. Also die Kreativität, die in Computerspielen steckt, ist tatsächlich eine der Konstanten von den Anfängen an. In gewisser Weise kann man sagen, selbst bevor es die Industrie gab, die erst frühe 1970er Jahre anfing, auch schon vorher gab es Computerspiele, Wissenschaftler, die mit Computern gearbeitet haben. Also diese Kreativität hat sich immer eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass man mit den zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten wirklich versucht hat, das Optimale zu erreichen. Und das war am Anfang natürlich sehr, sehr wenig und heute ist es viel mehr. Und trotzdem gibt es aber auch heute immer wieder neue Technologien, die rauskommen. Nehmen wir mal zum Beispiel die Smartphones jetzt mit eben dieser Verbindung. Man hat sie immer dabei, sie sind always on. Sie haben GPS-Funktionalität, können sich also im physikalischen Raum irgendwo immer auch verorten. Dass hier jetzt also auch wieder eine technische Grundlage relativ frisch sich gerade in unserem Alltag verbreitet hat, die also gerade für Game Designer eine tolle neue Herausforderung darstellt. Ich bin sehr sicher, dass die ersten Apps, die sich also mit dieser Kombination verkaufen, und man kann es ja eigentlich jetzt schon an den App Stores auch sehen und Google Play Stores, es sind die Spiele, die sozusagen diese neuen Techniken aufgreifen und in ein massenkompatibles Produkt umwandeln.